jetzt machen wir noch den allzeit beliebten Treppensteigtest. Denn da bewegt man sich, ne, in alle Richtungen, hoch und runter, links und rechts. Man läuft in unterschiedliche Lichtverhältnisse. Ganz schwach, da geht wahrscheinlich die Wiese hoch. Und es wird auch wieder mal heller. Wir haben Kunstlicht, wir haben Tageslicht. Mal schauen, wie hier so die Kamera reagiert. Wie stark das Bild wackelt, wie stark der Ton ist. Was der Weißabgleich sagt. Belichtung. Das ist auch hier Tageslicht. Ja, nur wieder runter. Wird wahrscheinlich ganz schön wackeln. Damit haben selbst richtige Kameras mit richtigen Bildstabilisatoren Probleme, geschweige denn, wenn so eine kleine Actioncam, die ja höchstens einen digitalen Bildstabilisator hat. Sie sprechen zwar von Gyroskop, was eigentlich auf den optischen hinweisen würde, aber ich meine, auf der Kamera steht auch 4K und die hat alles andere als 4K. So, leuchtet von unten. Nochmal die letzten Bewegungen und Audio auf der Kamera.